Weckmann, Stutenkerl, Dampedei oder Martinsmann, ganz egal, wie ihr ihn nennt, er ist doch immer wieder lecker. Ich habe mir gedacht, warum immer kleine backen? Ich backe heute mal die XL-Variante. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ihr hört's mit Sicherheit auch schon. Ich war sehr erkältet, deswegen meine Stimme ist immer noch sehr lädiert. Deswegen wundert euch bitte nicht, seht mir ein bisschen nach, dass in meinem heutigen Video meine Stimme etwas komisch und anders klingt. Der Weckmann, üblicherweise wird er ja um die Nikolauszeit in den meisten Regionen gebacken, aber bei uns wird er auch schon zu St. Martin gebacken und wird Martinsmann genannt. Mich würde es mal interessieren, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wann ihr euer Weckmann, Martinsmann, Dampedei, egal wie ihr ihn nennt, denn zubereitet. Ich zeige euch als allererstes den Hefeteig. Die Basis dieses Weckmanns bildet nämlich ein süßer Hefeteig. Diesen Hefeteig könnt ihr übrigens auch für alle anderen süßen Gebäcke problemlos verwenden. Ich habe meinen Teig nochmal mit etwas Zitronenschale aromatisiert. Das seht ihr jetzt aber auch gleich im Video. Wenn ihr die nicht mögt, könnt ihr die problemlos weglassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt sie aber auch ersetzen durch etwas Vanillepaste, Vanilleschote oder auch Vanillezucker. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch die Zutaten des Hefeteiges und anschließend natürlich auch, wie mein Weckmännchen entstanden ist. An Zutaten benötigen wir 500 Gramm Mehl. Ihr könnt hier Typ 405 oder Typ 550 verwenden. Dann benötigen wir 100 Gramm Zucker, 80 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, 200 Milliliter lauwarme Milch, einen halben Würfel Hefe, ein Ei der Größe M, einen halben Teelöffel Salz und etwas Abrieb einer Zitronenschale. Ich starte, indem ich das Mehl in eine Rührschüssel gebe, forme in die Mitte eine Mulde, hier gebe ich nun die lauwarme Milch hinein. Achtet bitte darauf, dass die Milch wirklich nur lauwarm und nicht heiß ist. Anschließend zerbrösel ich die Hefe hier hinein, gebe etwas von dem Zucker dazu, verrühre die Hefemilch, decke sie mit etwas Mehl vom Rand ab und lasse abgedeckt die Hefe schon mal 10 Minuten ruhen. Nach dieser ersten Ruhezeit, die Hefe konnte jetzt schon mal anfangen, etwas zu arbeiten, kommt der übrige Zucker dazu, das Ei sowie den halben Teelöffel Salz, der wird auf den Rand gegeben, und den Zitronenschalenabrieb. Ich habe hier etwa die halbe Zitrone hineingerieben, das könnt ihr aber nach eurem eigenen Geschmack entscheiden. Wenn ihr die Zitrone überhaupt nicht mögt, dann lasst sie einfach weg. Anschließend verknete ich den Teig etwa 1 bis 2 Minuten mit dem Knethaken und gebe anschließend die weiche Butter noch dazu. Nun lasse ich den Teig so lange verkneten, bis er sich vom Schüsselrand löst. Das kann schon mal 4 bis 6 Minuten dauern. Wenn der Teig noch zu klebrig sein sollte, gebt einfach noch mal etwas Mehl dazu, lasst dieses unterkneten. Genauso auch wenn er zu trocken ist, gebt einfach noch etwas Milch dazu.
Anschließend gebe ich ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche, forme ihn zu einer Kugel, gebe ihn in die Schüssel wieder zurück und lasse den Teig abgedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten ruhen. Nach der Ruhezeit nehme ich mir den Teig heraus, gebe ihn wieder auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und forme mir mein Wegmännchen. Wichtig ist, dass ihr den Teig jetzt nicht mehr knetet, sondern direkt, so wie er als Kugel aus der Schüssel rauskommt, ihn zu eurem Wegmann formt. Ich nehme mir als erstes ein knappes Viertel von dem Teig weg, denn das gibt nämlich meinen Kopf. Damit er schön rund wird, nehme ich einfach die äußeren Kanten, drücke sie nach innen und forme so mir eine schöne Kugel. Für den Körper drücke ich den Rest etwas rechteckiger und flacher. Teile mir dann mit Hilfe der Teigkarte Arme und Beine ab, forme diese nochmal aus. Gebe den Teigling anschließend auf ein mit Backpapier belegtes Backblech, forme es nochmal etwas nach, so lange bis es mir gefällt, decke das Ganze nochmal ab und lasse es nochmal ca. 45 Minuten ruhen. Anschließend nehme ich mir etwas Eimilch, dazu habe ich ein Eigelb mit etwas Milch verquirlt, bepinsel mein Wegmännchen komplett damit. Und da ich ja heute ein XL-Wegmännchen backe, nehme ich mir für die Knopfleiste und die Augen ein paar Trockenpflaumen, die ich mir zurechtschneide. Solltet ihr kleine Wegmännchen machen, könnt ihr hierfür Rosinen verwenden. Diese drücke ich schön tief in den Teig hinein und gebe es anschließend in den bereits vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für etwa 24 bis 28 Minuten. Die Zeit variiert natürlich je nachdem, wie groß euer Wegmännchen ist. Da das Wegmännchen während des Backens eine leicht feuchte Umgebung mag, habe ich noch eine Schüssel mit heißem Wasser auf den Boden meines Backofens gestellt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die Backzeit eures Wegmännchens zu beobachten, denn je nach Backofen, je nach Größe eures Wegmanns kann dies natürlich variieren. Wenn er eine schöne goldbraune Farbe hat, ist er fertig, dann könnt ihr ihn rausnehmen und abkühlen lassen. Thank you.
Rezept zum Nachlesen gibt es selbstverständlich auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link zum Rezept bekommt ihr jetzt hier oben in der Infocard und natürlich auch hier unter dem Video in der Infobox. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Da gibt es nämlich noch weitere Infos zu Hefeteig, was ihr auf jeden Fall wissen solltet. Wenn ihr dennoch Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben und ich beantworte sie euch gerne. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugesehen habt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!